Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Legends of Eidolon. Weiter geht's. Ja, wie ihr seht, mein Kriegerpot ist mittlerweile 86,5. Es geht langsam, aber sicher gut voran. Er ist wieder fleißig dabei. Noch hier die komischen Gegner da. Weiß nicht, wie die heißen, keine Ahnung. Platz zu machen, kriege ich ungefähr 500 XP, knapp 500, 493. Warum nicht? Ist ungefähr genauso viel wie in der Kanalisation auch. Und hier kann ich noch was für meinen Amboss machen. Das könnte ich eigentlich schon mal zurück, aber weiß ja nicht. Hier in der D-Dinger. Ja, ich habe hier neue Ringe. Komme ich gleich drauf, so wie ich da rankam. Nämlich einmal besondere Ringe. Level 70 muss man dafür haben. Glück 7, Verteidigung 4. 5% XP von Mobs. Habe ich noch nicht abgegradet, muss ich auch noch machen. Ja, und hier noch einer, 7 Verteidigung. Mir auch noch zweimal, kann ich noch upgraden. Weil ich hier her habe, erzähle ich gleich, machen wir gleich. Erstmal jetzt hier. Hier vor allem, ich bin vor allem auch hier am Farmen, weil ihr die Statuen bekomme ich hier. Dann ich aber hier, 5x für Käfer, 15 Laufen, 4x Verteidigung. 24 für Essen. Vielleicht für den Kochen, das kommt, glaube ich, auch später. Aber erst hier sind Beholder für Crit Chance, glaube ich, ne? Und 9x für Buff Food. Also laufend kriege ich hier gute Start und vor allem wie viele auch, ne? Die muss ein bisschen laufen lassen, ist klar, logisch, ne? Aber ist schon eine gute Menge. Passt. Sonst hier glaube ich nichts Neues. Nee, ich habe ein neues Star-Talent. Hier nicht. Gibt da mehrere Seiten hier, ne? Da. 5 Seiten insgesamt. 2 neue. Einmal hier, Basiseffizienz für alle Fähigkeiten. Bergbau, Holzfang an und was weiß auch immer. Ich mache das vielleicht für alles. Weiß ich nicht. Einfach mal gemacht. Die haben wir noch gar nicht gemacht. Schaden für jene 10er Potenz, Dungeon Credits. Weiß ich nicht. Am Wochenende quatsch ich wieder mit einem guten Kollegen, der schon viel weiter ist. Hat ein bisschen mehr Ahnung davon. Muss ich ihn mal genau anhauen. Was das ist, ob ich das leveln soll oder nicht. Quatsch ich mit ihm. Er schaut sein Video sowas schon so an. Ne, wenn am Wochenende, Freitag oder Samstag mal quatschen. Dann muss ich so mal so ein oder andere fragen. So, jetzt aber natürlich, ne, wie komme ich an die Ringe dran? Ich habe noch ein paar Sachen mehr. Nicht nur die beiden. Ich habe noch ein paar Sachen mehr. Gucken wir doch mal gleich mal nach. Da sind wir. Na? Weil es ist, glaube ich, einmal die Woche. Also, habe ich auch nicht gemacht. Wir machen erstmal das eben schnell. Die Box jeden Tag. Hier, da zum Armerbrocken fliegen, aber sowieso. Zack. Wie bleibe ich jetzt eigentlich schon wieder? 42. Nee. 6,36. Aber ich mache noch nicht. Ich will erwarten, könnte ich schon da auch schon machen. Ich will erwarten, dann die 100 ab. Weiß nicht, ob es gut ist, ob ich schon mal vormachen soll. Muss ich quatschen mit ihm, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal. XP-Ballon. So, zack, gibt es nur ein bisschen da. 3000 Erfahrung. Wow, super. Hey. Ja, hier beim Kessel habe ich auch ein bisschen weiter gemacht. Nehmen wir es mal rein. Glaube ich, so gut wie keine neuen Fähigkeiten bekommen, da vielleicht? Nee, wieder nicht gefailt und da kann ich auch noch nicht. Egal, Liquids mache ich erstmal nur die Kapazität, wenn man einfach mehr bekommen kann. Einfach die Menge einfach nur, ne? Im Moment brauche ich nicht wirklich Wasser, nicht wirklich, später wahrscheinlich mehr. Hier bei den Vials, bei den Blasen, brauche ich jetzt diese komische grüne Bohne. Muss ich mal gucken, wo ich die herbekomme, weiß ich gar nicht genau. Muss ich erst erstmal genau schauen, wo es die man genau gibt. Ich kann aber hier hinten weiter. War für den Zahn, oder für Platin, glaube ich. Da musste ich eine 92 würfeln. Da habe ich sehr viele Versuche für gebraucht. 92 von 100, 92 würfeln. Das war nicht einfach. Der war wieder einfacher hier, Dosenwurm da. Da war wieder weniger. 72, 74, irgendwie sowas in der Art. Aber da für Platin mal 92 musste ich dafür würfeln. Die Chance ist natürlich nicht gerade sehr groß, dass man da eine mindestens 92 oder bis 100 halt bekommt, ne? Aber ich habe es mal geschafft, wie ihr seht, ne? Zum Glück. Grüne Bohnen, muss ich gucken, ob ich die habe. Ich meine, ich habe davon auch welche im Lager. Ich weiß nicht, wo ich die genau her habe, muss ich mal nachschauen. Fische auch schon 8400, 30.000 Klorollen, ja. Kann man lange auf dem Scheißhaus sitzen, ne? Kann man lange für kacken. So, grüne Bohnen habe ich, glaube ich, auch schon irgendwo. Irgendwo habe ich die, glaube ich. Ja, goldenes Futter bin ich ein bisschen am Sammeln. Das habe ich mal einfach mal gemacht. Hat aber alle jeder schon. Nur ein einziger. Lass ich.
Lass ich. Die beiden brauche ich später, wie ich gesehen hatte, für andere Sachen in anderen Welten. Ich weiß, später kommt. Habe ich auch schon bekommen. Die Briefmarke habe ich, glaube ich, schon. Mal gucken. Weiß ich gar nicht so genau. Die habe ich so auf alle Fälle. Die wird einfach mal so gelassen. Ne? Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal hin. Ja. Achso. Wollte ich noch zeigen. Mach mal gleich. Habe ich die schon, die Briefmarke? Kann ich hier verkaufen? Die habe ich schon. Ach, da haben wir sie schon. Für Genauigkeit. Ja. Da brauche ich die neuen Fliegen. Die mache ich noch nicht. Könnte ich eigentlich auch schon machen. Müsste eigentlich schaffen. Eigentlich überleben bis dahin. Ja, mal gucken. Aber habe ich auch schon. Okay, alles klar. Dann gehen wir eben die Statuen abgeben. Deposit all. Zack. Boost schon 1,5%. Ja. Mining Power 8,8 schon. Feasty. Mein Gott. 16% Food Effekt. Also noch höhere Effekte enthalten, was sie schon haben. 78 HP schon mehr. Ja, also im Moment läuft es auch schon 20 bei vielen Basis Abwehr, Verteidigung, viel mehr. Nur durch die Statuen halt, ne, ist nicht schlecht, aber man bekommt die nicht selten, aber da bekomme ich das scheinbar schon ab und zu mal gute pro Tag vielleicht so 1-2. In der Regel eigentlich immer so ein Schnitt. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal gar keine, manchmal 4 Stück. Unterschiedlich halt, ne? Deswegen bin ich auch da, vor allem. Auch deswegen. Und sie seht ja hier so ein bisschen der Klassen-XP. Bekommt die regelmäßig für XP. Können wir auch mal gleich gucken. Ja, sonst der Erhinger Beholder 2% Crit-Chance schon. 2% ist eine Menge, würde ich sagen. Alchemie ist das. Alchemie-Erfahrung. Okay. Ja, Genauigkeit 3,2%. Warum nicht? Ist halt die Chance, dass man einen Crit machen kann, ne? Also die Chance, dass man überhaupt kritisch treffen kann, war nicht vorher immer so gewesen. Spielen aber hier schon mal anders, ist egal. Haben wir ein neues Tier? Habe ich gar nicht geguckt, die ganze Woche über, weil eigentlich ja immer zusammen, ne? Ja, eigentlich habe ich doch letzte Woche immer noch zusammen eingeholt, oder nicht? Komisch. Ja, geht wohl nicht. Schade. Nee, geht heute irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Weiß ich nicht. Ist doch immer eine Woche und nicht. Eigentlich ja. Egal. Muss ich vielleicht morgen mal gucken. So, gucken wir hier schnell rein. Hier gucke ich so gut wie nie rein, ne? Nur wenn ich wirklich mal in die Stadt muss, dann gehe ich natürlich rein, ne? Da, kaufen wir kurz weg da alles. Schon 2500. Endlich weg. Kirschen habe ich jetzt schon mal gefarmt, einige. Das weiß ich, aber mache ich natürlich neu. Fahren natürlich alles neu, ne? Ist klar. Ist egal, alles rein. Ich kann eigentlich auch weg. Egal, noch habe ich ja Platz. Wenn man sieht, dann habe ich hier noch die beiden auch noch komplett frei und da auch noch fast komplett frei. Passt erstmal. Kein Ding. Also, habe ich nicht die anderen auch noch hier drin? Da haben wir nur eine, ist klar. Ja. Guck mal, was müsste noch mehr Ringe und Amulett? Ach, hier ist er, genau, da ist noch ein Ring und das Amulett. Das Amulett, den Ring und er hat die Beinringe. Wo kommt man die her? Ja. Und zwar ist, glaube ich, einmal die Woche gibt er dir diesen Dungeon Happy Hour. So ein Dungeon, da kann man dann direkt hinporten. Da gibt es eine Lobby, da kann man eine Gruppe zusammenstellen mit maximal, glaube ich, 8 Spieler, glaube ich. Sucht euch auch, wenn ihr klein seid, wenn ihr erst Level 15 oder 20 seid, egal. Sucht euch so eine Gruppe, geht dann rechts in ein Tor, wenn ihr in der Gruppe voll seid, könnt ihr einmal auf das Tor klicken, könnt ihr sehen, wie viele in der Gruppe dann gerade da sind und geht dann rein. Die werden wahrscheinlich dann sehr, 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 sehr viele Mobs spawnen, auch wenn ihr schnell tot seid. Bleibt einfach liegen, ihr bekommt XP und eine Währung. Bestimmte Dungeon-Währung. Hier genau. Er sieht dann ungefähr so aus wie dieses D zum Beispiel. So sieht es ungefähr aus. Man könnte dann in dem eigenen Shop gibt es zwei gibt es da. Einmal für Gold könnte dann was kaufen. Und diesen Furbull Shop, so heißt er glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und da könnte er auch dann immer bessere Ringe und Amulette kaufen.
unter anderem noch mehrere Sachen, aber auch da könnt ihr dann zum Beispiel diese Ringe hier holen oder auch diese Amulette. Das habe ich auch nur einmal die Woche, glaube ich, der Happy Hour Dungeon. Wenn der kommt, geht da rein. Geht auf Zeit auch nur, glaube ich, zwei Stunden, glaube ich, ist immer noch on, ne? Wie gesagt, auch wenn der geht nicht alleine rein. Bringt nicht viel, bringt wirklich nicht viel. So solch eine Gruppe, viele Spieler am besten, geht dann rein, auch wenn ihr sofort sterbt, bleibt liegen, braucht nichts machen, ihr bekommt Gold, dann die Währung und alles und am Schluss auch dann Gegenstände. Auch unter anderem. Man kann auch verschiedene Werte kann man da pushen, auch für den Happy Hour Dungeon könnt ihr Werte pushen wie HP, ihr fangt glaube ich mit 10 HP glaube ich an, 10 HP, MP, nicht wundern, bekommt nur einen Schaden zu Anfang von den Mobs, auch das könnt ihr erhöhen und die XP dann dafür runterhöhen, alles mögliche könnt ihr erhöhen. Auch, aber auch da bekommt ihr unter anderem die Ringe und Amulette her. Die werde ich dann auch dann gleich dann erstmal upgraden. Habe ich überhaupt die Sachen dafür? Weiß ich gar nicht. Können die das eigentlich auch machen? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken, ob die Steine es auch können. Armor. Nee, hier Rüstung. Kann man das eigentlich auch auf den Ringe machen? Weiß ich gar nicht. Jo, geht. Kann man auch. Sehr gut. Na, Verteidigung. Ja, geht doch. Ja. Komm, davon habe ich 30 Stück. Geklappt, hey, super, 19 Verteidigung, ey, geil, das ist geil, sehr geil, jetzt auch zwei, ja, machen wir noch eben kurz, fail, ja, Chance, vertan, alle nur zwei Chancen, weg, egal, aber da haben wir ja drei Chancen, alle drei geklappt, 19 Verteidigung, das ist schon ein Traum, auf den Regen, 19 Verteidigung, ist, glaube ich, schon ein Traum. Ich habe genug Steine, ne, da habe ich auch noch 55 Stück. Ja, für Rüstung da 55, 13, 5, 36. Reicht erstmal, ne? Reicht. Erstmal für den Anfang. Ne? So, kann der eigentlich erstmal wieder farmen gehen? So, Moment, der war, glaube ich, da oben, ne? Genau. Da sind die Kirschen. Genau, bei Mond habe ich mich schon gefarmt mal. Gefarmt gehabt. Was war das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ach, oh, der Fliegen. Fruchtfliegen oder was? Ah ja, Fruchtfliegen. Fliegen, die eine Fruchtform haben. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Egal. Wie gesagt, er ist ja schon mal 86,5 ungefähr. Ungefähr. Ne? Ein bisschen mehr. Natürlich alles schon ein bisschen gefarmt hier. Der Magierpot 74. Das ist ja mittlerweile Level Up. Nee, immer noch 74. Ich gehe einmal am Tag, gehe ich alle Schafs durch. Da sind zum Beispiel die XP-Bücher hier. Die Statuen für XP zum Beispiel. Gucke ich mal nach. Ja, 6 Stück schon wieder. Der kann auch hier weiterfarmen. Weiterfarmen lassen. Zack. Butterfliegen. Die könnte ich eigentlich mal wechseln. Ah, Level Up. Da auch die Butterbarren. Butterbarren heißen die. Ja, auch schon wieder 27 Stück jetzt, ne? Hab ich, glaube ich, genug von. Wo sind die anderen Fliegenden? Weiß ich gar nicht. Da nicht, ne? Ne, da waren die Truhen. Kann man hier eigentlich sehr schön sehen. Ach, Truppi-Stämme. Guck an, neues Holz. Ne, da ist nix. Kann man eigentlich das sehen? Wo waren die anderen Fliegenden? Hä? Der sind normalen Fliegen. Ach, der kann ja gar nicht. Erstmal freischalten, ne? Egal, dann soll er da hingehen. Ich kann übrigens, wie ich gesagt habe, jeden Tag 100 Teleports hat man eigentlich immer. Pro Tag. Ob das schon immer so war, keine Ahnung. Also deswegen, ich bin jetzt nur noch im Porten. Kriege ich keinen Schaden, kann ich ganz normal hier fahren. Muss ich ja freischalten, 1600. Ja, kriege ich das schon hin. Kann ein bisschen leveln. 70 mehr werden dann fertig. Kann dann den nächsten Fliegen machen. Kein Ding. So, hier. Für ihn habe ich auch eine eigene, also bei 30, glaube ich, war das, ne, konnte ich in ein dritte Gebiet gehen. Nächste Gebiet, da muss ich 35 für sein. Ist jetzt schon 34, oder zwei Drittel ungefähr, also auch schon ziemlich weit. Die kriege ich hier jeden Tag. Weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Man kann die eintauschen hier am Brett. Ich weiß nicht, was davon gut ist. Ich habe jetzt 77 Stück.
Will auch einen Kollegen fragen, was damit an, was ich damit machen soll, irgendwas nehmen oder sammeln, weiß ich nicht, egal. Ich habe für ihn auch einen guten Ring, auch in einem Happy Dungeon bekommen gehabt, und zwar ein Amulett, Entschuldigung, dieses hier. 15% Angeln XP und 15 lila Tiefe. Ja, habe ich auch bekommen. Weiß nicht, ob es gut ist, ich habe einfach mal draufgepackt, ne, ab Level 40, weil er ja angelt nur, ne, soll er mal machen. Auch schon hier Knochen, Skelettfische ohne Ende schon bekommen wieder. Weitermachen. Wie gesagt, mal manche jeden Tag einmal alle durchgehen. Ich weiß nämlich nicht genau, wie lange die AFK weitermachen. Also man kann dann immer nur auf eins schon eingeloggt sein, nicht auf alle. Ne? Deswegen weiß ich nicht, wie lange die AFK alleine weitermachen. Deswegen gehe ich immer jeden Tag einmal alles schon durch. Keine Ahnung. So, er macht hier Toilettenbaum, kann eigentlich, hab ich eigentlich auch schon 30.000 Stück von. Mittlerweile kann ich auch mal anderes Holz eigentlich mal lang gehen. Können wir eigentlich auch mal rausgehen. Ja, da bekommt noch Schaden hier, ne, egal. Könnte ich auch ein bisschen upgraden, Ringe ihm geben, craften, geben dafür Verteidigung und sowas, ne, aber egal. So, gehen wir die Statuen ab. Deposit zum Amboss. Wenn ich in der Stadt bin, gehe ich auch gleich gleichzeitig zum Amboss. Ne, Quick Deposit 42, glaube ich, aber ein neues machen. Ne, nee, 43. Ah, okay. Natürlich kann ich nichts kaufen. Da habe ich ab und zu mal ein paar Punkte verteilen. Fertig. So, der Rest kommt in der Kiste. Ich glaube, es sind ungefähr 30.000. Ja, ungefähr. Bis mehr. 43.000 sogar. Reicht. Karte, jetzt weiß ich nicht genau, Moment, im Baum war auf alle Fälle noch ein Holz, ne, bei ihm glaube ich nicht, glaube ich ein höher, da ist er doch, genau, gemasselte Stämme, da wollte ich erstmal hin, so das nächste Holz mal hacken hier, genau, das soll er mal hacken, hat er zum Glück schon frei gemacht, soweit, soll er da weiter Holz hacken, gemasselte Stämme, erstmal auch da wieder so 30.000, 40.000 als Vorrat erstmal machen, das ist auch schon bei auf 38, ja, erstmal in Ruhe machen, So, nehmen wir den nächsten. Der ist wieder am Farmen. Ja, 74. So, was ist er? Auch wieder 5 XP Statuen. Der kann auch hier weiter farmen. Einfach farmen. Hat der Punkte? Ja, ein Punkt. Komm, mach mal da. Kommt kein Schaden, das war's. Naja, mir geht nicht. Egal. So, dann haben wir hier natürlich noch zwei. Unser Minenarbeiter, sag ich mal. Platin soll nicht so effektiv sein. Laut AFK-Info, wenn man jetzt hier guckt. AFK-Info. Mittlerweile schon 7700. Der war vorher bei um die 5% nur. Sogar unter 5%. Bei 3. Irgendwie bei 2-3%, glaube ich, war zu Anfang. Ist das schon bei 7700, also ungefähr bei, was ist das, 10-15%, keine Ahnung. Players Unlocked in World 3 statt, da möchte ich natürlich gerne hin. Irgendwie, dass man da vielleicht da noch die Effektivität weiter erhöhen kann, weiß ich nicht, keine Ahnung. World 3 bin ich auf dem Weg dahin, dauert noch ein bisschen, aber ich lasse mir das mit Zeit. Wie immer, lass mir Zeit. Mal gucken. Bis dahin kann er erstmal hier weiter in Ruhe seine Erze farmen. Ja, kann er noch ein bisschen. Bis morgen kann er noch lockerer farmen. 376, ne? Ich kann leider nicht höher machen. Ich habe noch kein Rezept dafür, dass ich höhere. Ich meine, ich kann noch keinen höheren Beutel machen. Keinen besseren. Dass er mehr Erze sammeln kann, leider nicht. Aber egal. Ich habe auch ungefähr schon einige tausend im Lager von Platin. Egal, alles gut. Und den letzten Manaport, genau, bei Gehstöcke, weil ich bin ja hier, also natürlich am Farmen sowieso, na klar. Hat mich hier die Crit-Chance, ne, die Neuigkeit, aber vor allem die Ballastaugen, die bin ich am Farmen, wieder zwei Stück bekommen, sehr gut. Und wie ihr seht, der hat einen komischen Umhang an, ja, es wäre wieder ein Angebot, ist manchmal immer, kommt eben groß eingeblendet, ne. Angebot für 20 Euro, Umhang mit reichlich Cash-Shop, diese blauen Edelsteine, reichlich habe ich mir geholt, weil er hat eine höhere Drop-Chance. Hier, da ist er.
geschmolzener Umhang, Verteilung 5, 30% Drop-Chance, deswegen habe ich ihn geholt, mit der Drop-Chance. Aber so wirklich gut ist die, glaube ich, nicht. So wirklich stark irgendwie nicht. Weil ich habe nämlich nur zwei Ballastaugen, das nur, also auch nicht jeden Tag. Ich glaube, jetzt auch ein, zwei, drei Tage habe ich gar kein Auge bekommen. Nicht eins. Nur Stöcke und so ein ganzen Mist, ne? 53 HP und 30 für genau. Natürlich gut, ne? Ja, ja. Voll, ne, kann er auch noch. Ein Tag kann er noch, kann er noch. Ja, ja, ein Tag kann er noch. Gar kein Thema. Drei schon wieder. Hier, upgraden. Zack, da hast du. Und drei, da hast du. Für mehr Schaden. Und da war nämlich immer am Wechseln hier. Drei, zack. Da warte ich noch alles. Warte ich noch genau ab. Aber das kann er auch erstmal hier weitermachen. Weiter farmen. Ich habe mir also jetzt zweimal für jeweils 20 Euro so ein Paket geholt. Da war jeweils ein Umhang dabei. Einfach lohnt sich, finde ich auch. Habe immer noch reichlich Cash-Shop. Edelsteine hier immer noch 4580. Immer noch. Habe schon hier einiges gekauft. Das habe ich schon komplett durch. Da fehlen noch vier Erkennen, genau, kann ich, ach, brauche ich eigentlich nicht unbedingt, aber ist egal, machen wir. Dann kaufen wir eben durch, zack. 12 von 12, mehr geht im Moment zumindest nicht. Habe ich auch schon alle 10, für Buff-Futter habe ich auch schon alle 2. Was war das eigentlich nochmal? Kartendecks, ach nee, lasse ich erstmal noch. Limited Special, das ist alles nur für später, wo ich jetzt noch nicht bin. In den Welten, die kommen alle, später habe ich gesehen, wie die Flügel, ne. Ach nee, kann ich auch schon kaufen, was bringen die Flügel denn? Hm, keine Ahnung, kaufen mal, sag, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber noch 1780, was ist das, keine Ahnung, da ist die Obole, okay, glaube ich die Candies für Zeit überbrücken, irgendwie sowas, ne, hier auch da, 8 Mal, keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung, steht nicht dabei, kann man nicht irgendwie lesen, keine Ahnung, egal, so. Was macht bringt denn der Umhang denn überhaupt? Oh. 20% Gesamtschaden, AFK-Gebinde, 60 Verteidigung, alles 3. Boah, Hilfe! Ui, dann packe ich in die Bank. Gib mal, kriegst mal mein Main, krieg ihn auf alle Fälle. Ui. Nicht schlecht. Hat sich gelohnt. Da hier wäre eine Kiste, ne? Ja. Lagerkiste, weiter erhöhen, ja. Kann nicht verkehrt sein. Er hat noch keine Schuhe, keine Ringe, alles später. Kann man alles nachholen. Noch kann er hier wunderbar farmen, soll auch erstmal hier bleiben wegen Ballastaugen. Da habe ich, glaube ich, eine Tasche, glaube ich, ein Beutel, glaube ich, war das, glaube ich, gewesen. Deswegen braucht man die Ballastaugen, glaube ich. Wenn wir mal kurz gucken. Also bei einem Mondmond, ist egal. Gehen wir umhaken. Können wir um. Was hat der Umhang eigentlich? Hat er schon, aber einen schwächeren. AFK gewinne 11%, aber Verteidigung 10. Oh ne, ein bisschen schwächer. Tu mal tauschen. Was machen wir da eben? Kurz in der Stadt. Weil das ist ja mein Main, der soll ruhig ein bisschen stärker sein. Der soll vorangehen, wenn man so möchte, ne? Jetzt haben wir oben schon wieder. Ach mein Gott. Ach, hab ich ihn dabei. Ach, nicht in der Kiste gepackt. Ja, ist egal. Mach ich dann die Tage, mach ich dann morgen oder wann. Kein Thema, hab ich jetzt vergessen. Egal. Ja, man wird alt. Egal. Ja, das ist so mein Stand. Ne? Ja, komm, können wir da nehmen, kurz gucken. 18 sind wir mittlerweile schon. Ja, auch schon einiges gemacht. Ne? 49 Mitglieder, jetzt können wir schon 102. Und die Hälfte haben wir. Ja, nicht schlecht, ne? Es fing mal nur der Leader, der Steller der Gilde und ich. Ich war also der Erste, der ihn eingeladen hatte. So fing man an. Ist ein paar Wochen her. Ja, ist ein paar Monate her. Aber naja, es läuft. Machen viele mit. Es macht immer noch Spaß. Von daher, alles gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zur nächsten Folge von Legends of Eidolon. Bis dahin, schöne Dö.